الحمد لله ثم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله خير نبي أرسله ورحمة وهداية للعالمين بعثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. أما بعد فيا عباد الله So hat uns Allah Azza wa Jal den Koran herabgesandt. Und in ihn Zeichen und Beweise für die, die einen Verstand haben. Und ebenso auch für die, die ein Herz haben. Somit hat uns Allah mit dem Koran den Verstand und das Herz angesprochen. Und obwohl viele mit dem Verstand in den Islam konvertieren, so ist die Mehrheit, die mit dem Herzen in den Islam reingehen. So ist die Mehrheit, die mit dem Herzen den Iman in sich tragen. Und somit sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam in einem Hadith, es gibt im Körper des Menschen ein Stück Fleisch. Wenn dieses Stück Fleisch rein ist, dann ist das ganze Körper rein. Und wenn dieses Stück Fleisch verdorben ist, dann ist das Rest des Körpers verdorben. Somit haben die Gelehrten die Herzen oder das Herz in drei Teile geteilt. Drei Arten von Herzen gibt es. Es gibt das gesunde Herz, das kranke Herz, und das gestorben, das tote Herz. Die Zeichen des Herzens sind viele. Einige davon zum Beispiel ist, dass es wenig Zikr macht. Wie Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt zum Beispiel in einem Hadith, wer am Tag 100 Mal Istighfar macht, dem werden seine Sünden vergeben. Auch wenn es so viel ist wie das Schaum des Meeres. Ebenso ist der Freitag der König aller Tage in der Woche. Und der König aller Taten, der besonderen Taten, ist As-Salawat. Somit sagen die Gelehrten zum Beispiel, dass der Salawat am Freitag mindestens 300 Mal gemacht werden sollte. Ein Lehrer von mir ruft in seinem Haus selbst, dass in diesem Tag jeder 500 Mal Salawat machen soll. Und wer das macht, gehört zu den Faulen. Sein kleiner Sohn, er geht zum Mesbaha und er macht nicht 500, er macht 1000. Und sagt, mein Vater, ich habe 1000 gemacht und nicht 500, ich gehöre nicht zu den Faulen. Viele von den Erwachsenen, die ich angesprochen habe und die das erzählt habe, haben verstanden, wir müssen mindestens 500 machen. Aber wenn wir 500 machen, gehören wir zu den Faulen. Das ist das Mindeste. Ebenso ist ein Zeichen eines toten Herzens, dass man denkt, man hat viel Wissen und dass man wenig Schura macht. Heutzutage nehmen wir den Hadith von Muaz ibn Jabal, wo er mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam geredet hat und zu Jemen geschickt worden ist. Und er wird gefragt, O Muad, wenn du gefragt wirst, womit antwortest du? Er sagte, mit dem Koran. Und wenn du es nicht im Koran findest, womit antwortest du? Er sagte, ich gucke in der Sünde. Und wenn du es nicht in der Sünde findest, nach was antwortest du? Dann versuche ich, eine Antwort zu finden. Heutzutage nehmen wir diesen Hadith, obwohl das falsch verstanden wird. Denn Mu'adh ibn Jabal war a'lamu an-nas bil halal wal haram. Er war der meistwissende im Halal und Haram. Heutzutage sind wir die Wissenden, die vom Halal wissen und vom Haram wissen, dass wir das Recht haben, in der Koran zu gucken und so zu antworten, dass wir das Recht haben, in der Sünde zu gucken und einfach so zu antworten. Und das auch nicht so auf Arabisch, sondern auf Deutsch. Also wo man sagt, die ungefähre Überlieferung. Wo man eine Bedeutung zum Beispiel
nur eine Bedeutung von vielen Bedeutungen in diesem Hadith findet. Ebenso machen sie wenig Shura. Sie fangen an, Takbir zu machen für die anderen und die anderen als Frevler zu sehen und sich als erhaben, als hoch zu sehen. Obwohl die Gelehrten das nicht so waren. Wenn ein Fragender zu einem Gelehrten gekommen ist, so hat er gesagt, geh mal zu diesem Alim und frag ihn. Und wenn er zu diesem Alim gegangen ist, zum zweiten, dann hat er gesagt, geh mal zum dritten. Und wenn er zum dritten angekommen ist, dann sagt er, geh mal zum vierten. Bis er wieder zurückkam. Das zu sagen, ist nicht so, wie wir es jetzt gerade hören. Wenn wir sagen, geh mal zu diesem Alim, dann heißt es nicht um die Ecke. Dann heißt es von Irak bis Damaskus. Von Damaskus bis nach Ägypten. Von Ägypten bis nach Saudi-Arabien und dann wieder zurück. So waren die Gelehrten. Nicht so wie wir. Noch ein Zeichen ist, dass er kein Haya hat. Er schüchtert sich nicht. Einer, der kein Haya hat, hat kein Hayat. Das Wort Haya und Hayat ist ähnlich. Beide haben einen Begriff, eine Zusammenfassung. Beide sind zusammen und kommen vom das Leben. Wer nicht schüchtern ist, hat kein Leben. Wer kein Leben hat, hat ein totes Herz. Schüchtern zu sein bedeutet, dass man sich schämt, wenn man eine Sünde vor seinem Bruder macht. Dass man sich schämt, wenn man eine Sünde vor seinen Kindern macht. Anstatt ein Vorbild zu sein, ist man das Gegenteil. Wenn Jugendliche zum Beispiel in die Shisha-Bar gehen und mit ihren Freunden Bilder machen, dann haben sie keine Chance. Dann sind sie nicht schüchtern. Und wer nicht schüchtern ist, hat kein Leben und dessen Herz ist verdorben. Wenn das Herz tot ist, dann sind die anderen Sinnesorgane auch tot. Das Auge sieht nicht, es ist blind. Die Ohren hören nicht, es ist taub. Und der Mund redet nicht, es ist stumm. Deswegen sagen die Gelehrten, dass Abu Jahl den Prophet Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nicht gesehen hat. Er war im selben Ort. Er war in derselben Zeit. Er hat mit ihm geredet. Wie können wir sagen, dass er ihn nicht gesehen hat? Er hat nicht Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gesehen. Er hat in dieser Person nur Yatim Abdul Muttalib gesehen. Den Waisenkind von Abdul Muttalib. Hätte er Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gesehen, so hätte er an ihn geglaubt. So hätte er schon längst La ilaha illallah gesagt. Ein Zeichen, ein weiteres Zeichen, dass die Herzen tot sind, ist, dass wenn der Hadith überliefert wird, wenn der Koran rezitiert wird, die Herzen stehen bleiben, die Herzen hart sind, das Körper sich nicht zittert. Wenn man einen Hadith hört, sollte man vorstellen, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam vor sich ist. Man sollte vorstellen, dass genau er gerade in dieser Zeit angesprochen wird, wenn er es hört. Wie zum Beispiel in einem Hadith. Und bevor ich mit diesem Hadith rede, sollt ihr wissen, dass in Medina gab es zwei Stämme, Aus und Khazraj. Von beiden Stämmen hat man zwei Kinder gebracht, also von hier ein und von dort ein, zum Brunnen. Als sie dann zusammen ankamen, haben die angefangen zu streiten. Als dann von den Ansar, also von den Aus und von Khazraj das gesehen haben, haben sie sich versammelt und haben angefangen zu kämpfen und haben gesagt, Ya Zal Aus! وَيَذَا الْخَزْرَجْ Kommt her! Von beiden Seiten kommt her und die haben angefangen sich zu streiten, bis es zum Blutvergießen sein konnte. Als der Prophet sallallahu alaihi wasallam das hörte, eilte er sofort und sagte, Allah, Allah, وَأَنَا بَيْنَ أَذْهُرِكُمْ Bei Allah, bei Allah, macht ihr sowas und ich bin vor euch? Macht ihr sowas und ich bin am Leben? Wenn man sowas hört, dann sollte man das in sich nehmen. Man sollte die Korruption, die wir in dieser Lage heutzutage sind, vergleichen und denken, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam jeden von uns damit gemeint hat. Ebenso sagt Allah azza wa jalla im Koran,
لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. Wenn wir diesen Koran auf einem Berg herabgesandt hätten, so würden wir es Spalten sehen aus der Gottesfurcht Allah azza wa jal. Der Koran wurde den Menschen herabgesandt. Der Koran, obwohl er den Menschen herabgesandt worden ist, spaltet sich nicht das Herz. Das Herz fängt nicht an zu beben. Die Augen fangen nicht an zu weinen. Das Weinen, dass die Augen weinen, ist ein Zeichen, dass das Herz lebt. Allah azza wa jal wird Yawm al-Qiyamah rufen. An dem Tag, wo die Menschen, wo Ahlul Jannah al-Jannah gehen werden. Und Ahlul Nar al-Nar. Die Leute des Paradieses werden in den Paradies eintreten. Und die Leute des Höllenfeuers werden ins Höllenfeuer eintreten. Und zu einigen Menschen wird Allah azza wa jal rufen: O meine Engel, holt aus dem Höllenfeuer jedes Auge heraus, was für Allah azza wa jal geweint hat. O meine Engel, holt jedes Auge heraus, was für Allah azza wa jal gewacht hat. O meine Engel, holt aus dem Höllenfeuer heraus jedes Auge, was seine Blicke gesenkt hat. O meine Engel, holt jedes Auge heraus, was Tränen ausgefließt hat, was Tränen ausgegossen hat, auch wenn es die Spitze oder auch wenn es das Kopf eine kleine Fliege ist. Wenn die Augen weinen, so ist es ein Zeichen, dass es Allah fürchtet. So ist es ein Zeichen, dass es den einzigen und wahren und bleibenden fürchtet. Wenn die Augen aber trocken werden, dann ist es ein Zeichen, dass die Herzen zu Stein geworden sind. Und die Herzen, die aus Stein geworden sind, sind deswegen erst aus Stein geworden, weil sie viele Sünden haben. Und die vielen Sünden kommen, weil sie den Tod vergessen haben. Diese Menschen haben den Tod vergessen, weil sie denken, sie haben eine große Hoffnung. Dass sie denken, dass sie viel leben werden. Und dass viele Hoffnung, dass viele denken, dass sie viel leben werden, kommt, weil sie viel achten. Weil sie viel auf das Vermögen schauen. Weil sie viel sammeln möchten. Und das kommt, weil sie die Liebe zu der Dunya haben. Und die Liebe zur Dunya ist die Spitze aller Sünden. Die Dunya ist die Spitze aller Sünden. So reinigt euer Herz jetzt und hier mit La ilaha illallah. So reinigt euer Herz jetzt und hier mit Dhikrullah. So reinigt euer Herz jetzt und hier mit der Tauba. Dass ihr zurückkommen werdet, dass wir alle zurückkommen werden zu Allah azza wa jal und eine neue Seite öffnen. Möge uns Allah azza wa jal reinige Herzen geben. Möge uns Allah azza wa jal unser Herz reinigen. Uns mit dem Iman den Herzen schmücken. Uns vor dem Kufr und dem Fisq und den Asyan abhalten. Und zu den Rechtleuten machen. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه يغفر لكم فيا فوز المستغفرين.